Halli, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ja, und zwar dachte ich mir, ich habe lange kein Video mehr gemacht. Ich nehme euch heute mal mit, da ich auch frei habe und nach Augsburg fahre, mich mit meiner Schwester treffe und ein bisschen was los sein wird. Dachte ich mir, ich nehme euch mal mit und zeige euch mal, ja, so einen Tag, wie es ausschaut, wenn ich mich mit meiner Schwester treffe, wenn ich nach Augsburg fahre, wenn wir in die Stadt gehen. Bisschen was shoppen und ja, ich habe mich jetzt ready gemacht. Meine Haare gefallen mir heute gar nicht. Ich habe gestern diesen Bademantelgurt um die Haare gewickelt. Das kennt ihr bestimmt. Ja, aber irgendwie sind die Locken mir zu bauernhaft geworden und ich mag solche Locken nicht. Ich mag so, wenn die Haare gewellt sind. Ja, ich mag es, wenn die Haare so ein bisschen welliger sind und nicht so ganz lockig. So wie die Locken. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, aber nichtsdestotrotz kann ich die jetzt nicht abschneiden oder kann es jetzt nicht ändern. Ich lasse die jetzt ein bisschen so fallen. Nach einer Stunde, zwei legen die sich auch ein bisschen und dann wird das schon gut ausschauen. Ich habe die jetzt auch gekämmt, aber es bringt irgendwie alles nichts. Und kennt ihr das, wenn ihr euch Mühe gebt, schick auszuschauen? Passiert irgendwie was, was euch nicht gefällt. Und das ist genauso wie mit meinen Haaren. Ich dachte, ich nehme heute mal ein Video auf und mache mich halt ein bisschen schick, style meine Haare, aber ja. Kosseja, kais kleno. Ako me razumijete šta mislim. Mislim, ova kosa mi izgleda ko ona seljačka kad napravi lokne za svoje. Ja, egal. Ich sitze jetzt in meinem Auto und werde jetzt mich auf den Weg nach Augsburg geben. Da hole ich dann meine Schwester ab und dann gehen wir zum Zara. Nämlich, meine Schwester zieht mich heute an. Sie sucht mir ein Outfit bei Zara aus, weil ihr mein Zara-Haul von gestern oder vorgestern nicht gefallen hat, beziehungsweise die Sachen haben ihr nicht gefallen, die ich mir dort bestellt habe. Und dann meinte sie, Schwesti, du musst mal mit mir kommen zu Zara, also dass wir gemeinsam gehen, dass ich dir mal ein cooles Outfit zusammensuche, weil alles, was du da bestellt hast, ist eigentlich ein Schmarrn. Und danke, dass meine Scheibenwischer jetzt gerade angehen, wenn ich mein Video drehe. Ja. Auf jeden Fall gehen wir dann zu Zara und sie sucht mir ein Outfit aus, vielleicht auch 1, 2, 3, mal schauen, was ihr so gefällt. Und dann werde ich das anprobieren und wenn es mir ja, und wenn es mir gefällt, dann werde ich es auch kaufen. Wenn nicht, dann hat sie Pech gehabt. Ja, ich bin mal gespannt, was sie so aussucht für Outfits. Und ja, bin mal gespannt, ob die mir stehen würden, weil die ist eher so ein bisschen, was heißt, chilliger. Also jetzt nicht so meint sie, wenn ich mich auch mal ein bisschen so freizügiger anziehe, dann schimpft sie immer, das ist zu kurz, so kannst du nicht gehen. Ja, deswegen bin ich gespannt, in was sie mich anziehen wird. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Wenn ja, dann bleibt dran, denn ich fahre jetzt nach Augsburg und hole meine Sissy ab und dann geht's los. Also, wir sehen uns im Zara. Ich brauche was zum Essen. Ich habe Hunger. Mal schnell was zwischendurch. Was hast du da alles? Unterlagen für Beratung und Schulung. Und ach so. Eine Kollegin hat mir noch eine Geldblume geschenkt. Eine Geldblume? Mhm. Echt? Krass. Ich so, wenn sie Geld bringt, dann gern. Hör ich zum ersten Mal. Dann gehen wir gleich essen. Essen sage ich schon, shoppen. Ich habe auch Hunger. Ich denke die ganze Zeit an Pita und an was so. Dieser Proteinriegel schmeckt am besten. Ja, schön, dass man ihn auch richtig sehen kann, welche Marke das ist und alles. Ja, Schatz, du musst das. Wieso hältst du so schief? Ne, ich muss das erstmal einstellen. So. Okay, Werbung selbst bezahlt. Muss man doch, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euer Auto nicht findet, dann könnt ihr den Code hier scannen und dann findet ihr das Fahrzeug, weil es ist extrem groß hier. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden, sonst hört man es nicht. Ach so, okay, mache ich jetzt. Okay.
Bis gleich. Welcome to the real life mit der Maske. Das ist echt so, das nervt nur noch. Wahnsinn. Schlimm. Und vor allem mit Brille. Ich muss mich immer so hochschieben, damit ich überhaupt was sehen kann. Ich habe das Problem nicht. Das sind jetzt die neuen Videos auf Insta, wenn man draußen filmen will. Mit Masken. Da braucht man eigentlich nur die Augen schminken, weil den Rest sieht und man und die einfach. Augenbrauen, echt? Sonst gar nichts. Ich habe mich umsonst geschminkt, du. Meine Lippen sieht man nicht. Und die Leute schauen uns jetzt so an, weil wir uns filmen, denken sich, was sind das für Blogger? Ja, weil du mit dem Gestell hier umeinander läufst. Ja, ist doch viel praktischer. Ja, okay, bis gleich, Alter. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Was da Hype gemacht worden ist. Die Qualität ist auch nicht die beste, ganz ehrlich. Von Zara? Ja, da krieg ich bei H&M viel günstigere Sachen. Herzlich willkommen zu meinem Reich. So, Schwesti, du bist jetzt dran und darfst mir ein Outfit aussuchen. Ja, ich habe das erste gefunden. Spaß. Na. Komm, kannst drei Outfits aussuchen. Schau mal, die Stiefel, die sind echt schön. Ja, die sind mega. Die passen aber auch zu dem Kleid. Ja. Oder schau mal, zu dem Röckchen. Und zu dem Oberteil. Nee, zu kurz. Jetzt komm, eine Travis zu kurz. Hier habe ich ein Beige. 50. Die passt aber. Eine Leggings drunter, die Jacke. Oh mein Gott. Beziehungsweise der Mantel. Das ist, glaube ich, nicht ihr Ernst jetzt. Doch. Das will sie mir anziehen. Nee, doch. Schwester. Erste Stück ist gefallen. So, jetzt bin ich mal. Echt cute. In 38, gell? 39 eigentlich. Na, ich glaube, die passen dir. Weil die spitz sind, ja. Ja, ich glaube, die passen dir. Das erste Teil ist gefunden, weiter. So, sie hat jetzt noch einen Mantel, eine Tasche. Welche Größe kriegst du von den schwarzen? Und eine schwarze Hose. 38. Hier. Das ist 38. Steht doch hier drauf jetzt. Ja, passt. Oh. Mhm. Schau mal. Noch ein Oberteil. Oh, in schwarz komplett. Ja, drunter. Halt. Drunter. Das ist jetzt Winterkollektion. Es passt schon, es. Ja. So, sie hat das erste Outfit schon gefunden. Ich bin mal gespannt, wie das ausschaut. Sieht richtig gut aus. Ich drehe es einmal ganz kurz. Richtig schön, mir gefällt es. Du kannst auch noch da gehen. Mhm. Wie gefällt es dir? Schipp mal bitte ab, Leute. So, das ist das Outfit, was mir meine Schwester ausgesucht hat. Ich finde es richtig nice. Vor allem das Schwarze und dann das Braune drüber. Und die Tasche dazu. Achso, und du nimmst da. Ach, ich ziehe mich jetzt um. Wie gefällt euch das Outfit? Stimmt ab? Schön? Nicht schön? So, wir sind jetzt fertig. Gehen jetzt noch zu
DM. Nämlich, ich muss mir eine Mascara kaufen. Und mein Puder. Nur eine Mascara, wenn man zu DM reingeht. Dann geht man wegen einer Sache. Ich komme mit 20 Sachen raus. Ja, da gebe ich immer über 50 Euro aus. Ja, bei DM. Das ist alles so günstig. Aber deswegen heißt es ja auch Drogerie. Boah, die Leute schauen voll. Schauen, denken sich. Die denken, wir wären irgendwelche Popstars oder so. No Angels. Ich suche dich die ganze Zeit. Was hast du gekauft? Warst du schon zu Kasse? Nee, ich habe auf dich gewartet. Ich habe auch 4 Sachen gekauft. Diese Basics, die man immer braucht. Einmal Puder, Eyeliner, Concealer und Mascara. Hier hast du Proteine. Ich habe genug zu Hause. Komm, ich habe Hunger, ich will nach Hause. Hunger. So. Das war ein erfolgreicher Tag heute. Du hast eigentlich nichts geshoppt, gell? Nicht viel. Wir auch nicht. Wir waren jetzt gerade bei DM. Da wollten wir natürlich eine Sache holen. Sind aber, glaube ich, 20 Stück geworden. Also ich habe 40 Euro gezahlt. Ich habe 30, aber ich habe 4 Sachen gekauft. Ja, mei, ist halt so. Aber die Sachen brauche ich fast täglich. Man braucht täglich immer alles, wenn man da reingeht. Dann nehme ich irgendwie so ein Zeug mit, was ich eigentlich gar nicht brauche. Aber mei, es ist jetzt mit. Wo hast du die Karte hier? Oh, es regnet. Es regnet, komme ich hier jetzt dran? Ja. Oh, ich habe Hunger. Wir fahren jetzt zu Mama, essen jetzt schön Pita. Und Pasul. Eigentlich wollten wir noch in die Stadt, aber ihr seht ja, wie das ist. So, da beenden wir jetzt das Video, oder Schwester? Ja. Das war's eigentlich. Bis jetzt zum ist Family Time. Bye bye. Stimmt ab, ob euch das Outfit gefallen hat oder nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir den Mantel kaufen soll oder nicht. Bis zum nächsten Mal, wenn ich dabei bin.